So, das ist erstmal der ganze vordere Teil. Habe ich das hier aus Versehen gelöscht? Auch wenn das mir immer noch komisch vorkommt, wieso? Wieso? Das müsste doch eigentlich alles als Barriere zählen. Und habe ich das aus Versehen abgerissen? Statt es unsichtbar zu machen. Das hier funktioniert ja jetzt. Das ist ja alles. Wegen dem Pfad hier kann man sagen, das ist unsichtbar, oder? Und hier ist der Pfad auch. Ja, dann müssen die alle echt rüber wieder. Läuft er jetzt darüber oder frisst er ihn auf? Er tötet ihn. Tut mir leid, aber er ist tot. Mist! Kommt er jetzt darüber oder nicht? Theoretisch ist das hier die Grenze. Er ist tot! Du kannst keine Toten bekämpfen! Gott. Das hat mir mal wieder ein paar schöne Fältchen beschert. Das ist Spinosaurus. So. Kann das mal wieder rüber. Der erste Spino kann rüber. Da wird jetzt noch der zweite abgeschossen. Komischerweise sind die anderen Artgenossen von denen überall drüben geblieben. Was das Ganze noch merkwürdiger macht. Drei von denen sind rübergegangen. Dann haben sie sich mit den Surumimus angelegt. Und einer der Surumimus ist halt gestorben. Oh, ich stell ihn nicht an, ich schieße ihn einfach ins Maul. Solange die in Panik sind, können die nichts tun. Alter, ich nehme gleich einen Helikopter. Spinosaurus haben einen Kampf begonnen. Dieser Spinosaurus kommt jetzt rüber. Gut. Wieso ist der tot? Oh toll, jetzt fangen die sogar schon an, Spinosaurier zu töten oder wie? Einfach mal so still und heimlich. Ich denke, das hätte sich somit erledigt. So, Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen. Wie sieht das eigentlich jetzt hier aus? Die Gästezahl steigt immer höher, offenbar. So, und hier sind die zwei Toten. Schon wieder ein Spinosaurus tot. Entweder sind die Surumimus zu stark, oder... Die haben jetzt gerade...
offenbar wirklich die halbe Sippe ausgelöscht. Warum immer ich? Beziehungsweise warum immer die Spinosaurier? Von wo sind die da reingekommen? Hier ist auch der Pfad. Und der Pfad sagt ja, es ist ein unsichtbarer Zaun hat durchgezogen worden. So habe ich das eigentlich gemacht. Jetzt sind sie erstmal wieder. Sind sie erstmal wieder happy. Oh, die ganzen anderen Iguanodon sterben alle weg. Ich brauche wieder mehr Dinosaurier. Ja. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Nee, er ist umgefallen, okay. Ich dachte schon, der wäre entstehen gestorben. Oh, die Raptoren sterben. Echo ist tot. Es sind dann nur noch die Metrodons. Na dann. Es wird dann, denke ich mal, auch Zeit, eine völlig neue Iguanodon-Generation zur Welt zu bringen. Die hatten ja wirklich keine Modifikation. Deswegen werden die erstmal das hier bekommen. Ah, lange gelebt haben sie. Ist da. Normal. Alpin. Waldland. Dschungelmuster. Steppenmuster. Und raus mit ihr, Herde. Hab ich jemanden vergessen? Ja, den. So. Muss einfach sein. Und falls ihr euch fragt, warum ich so schnell Dinosaurier ausbrüten kann, habe so einen kleinen Modifier benutzt, der halt ermöglicht, schnell auszubrüten, damit man halt nicht so ewig warten muss. Ich finde, das erklärt es alles ganz gut und... Oh. Und jetzt, wo die Iguanodons alle aussterben... Und wenn man sich fragt, kann man etwas nicht aussterben? Ja, man könnte es ausstellen. Aber dann würde auch kein Nachschub mehr kommen. Wobei, das kann ich einfach mal machen. Lebenserwartung. Unbegrenzt. Fertig. So, der letzte ist gestorben. Und die sterben jetzt nur noch, wenn ich es will. Diese Dinosaurier beginnen ihr Leben und werden es erst beenden, wenn ich wirklich sage, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Bestand, weil der scheiße ist. Und ich dann meinen Park sozusagen erstmal auf Eis lege. Ah, Iguanodon sind tolle Tiere.
Ich habe die schon seit Dinosaurier mal recht, die Giganten sehr doll gemacht. Dabei waren die nordamerikanischen Varianten nicht mal Iguanodons gewesen. Hat man aber damals noch nicht gewusst, weil damals hatte man die wirklich, wie ich das mal erzählt habe, mit den Kieferknochen verglichen. Und wenn die Kieferknochen identisch aussahen, so hat man so gesagt, ja, das ist auf jeden Fall ein Iguanodon. Und war in dem Fall auch eine Spezies davon. Heutzutage weiß man allerdings, dass man Iguanodontide nicht nur unter Iguanodons bezeichnet, sondern auch unter ganz bestimmten anderen Dinosauriern, wozu zum Beispiel auch der Tenontosaurus dazugehört oder der Mutaborasaurus eventuell. Das ist jedenfalls eine Diversität, die es dort gibt. Du da, nein. Du da, nein. Du da, nein. Wenn Iguanodons versuchen, sich zu retten. So. Ja, das ist auch der letzte Tote. Stegoceratops. Lieben das Sterben. Das sind hier die Tiere. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ich hatte ihn nämlich erst geholt. Gestern Abend. Und jetzt sind sie schon wieder tot. Jetzt habe ich das Altern ausgestellt. Also die altern schon, aber die können nicht sterben. Hey, was ist mit euch los, ihr Mutaburas? Alles okay. Die tun euch nichts. Oh, die rasten völlig aus. Die rasten völlig aus und rennen die Autos ein. Offenbar kommen die mit Touren nicht so klar wie sonst manche andere Tiere. Ah, vielleicht freuen die sich auch einfach nur, dass sie neue Neuankömmlinge bekommen. Werden die schon getragen? Ja, die werden schon getragen. Okay. So, fertig. Sie existieren jetzt mit den anderen älteren Tieren zusammen. Und der Park existiert somit auch weiter. Die neuen Iguanodons, die werden sich jetzt hier erstmal einleben. Der Gestreifte gehört hier auch mit dazu. Alles modifizierte Tierchen. Und jetzt will ich mal gucken, wie es hier aussieht. Also die Parkbewertung ist richtig gut. Also beziehungsweise, das ist jetzt ein 4,5 Sterne Park. Ist nicht mal halbes, aber egal. Es gibt 97 Dinosaurier, eine sehr hohe Vielfalt, annehmbares Wohlfühlverhalten. Es gibt eine sehr hohe Sicherheit, eine sehr hohe Kapazität, eine sehr hohe Zufriedenheit und eine passable Sichtbarkeit. Oh, eine Sichtbarkeit. Das habe ich natürlich vergessen. Die Sichtbarkeit muss natürlich jetzt auch gegeben werden. Und ja, ihr seht das ganz genau. Wir können wieder diese schönen Galerien hier hinbauen.
kann ich aber auch so ein bisschen abflachen, denke ich mir mal. Wenn man das hier kann, wo dann sonst? Ich frage mich, ob man hier überhaupt was sehen kann. Sieht nämlich total scheiße aus. Ich glaube, wir sollten einfach mal auch ein bisschen Aufmerksamkeitsspanne hinbauen. Mit anderen Worten, hier müssen mal Pflanzenteile hingebaut werden, dass sie auch hier hinkommen können. Nein, mein Hügel. Wobei fällt mir ein, es nützt eigentlich nichts. So. Weiß nicht, ob die auch mal dahin kommen. Die Touris und so, die freuen sich ja darüber. Ansonsten werden wir einfach mal jetzt rings um den Park mal auf jeden Fall mal versuchen, hier sowas hinzubauen. Ich meine, hier haben sie schon die Safari, das seht ihr eigentlich noch. Aber stellt euch mal vor, die stellen sich hier hin und seht dann einen T-Rex. Wir haben bei einem T-Rex 50 Stundenkilometer gemessen. Ein T-Rex? Sagen Sie, Sie haben einen T-Rex? Sagen Sie es nochmal. Wir haben einen T-Rex. So, und ich will euch auch gleich mal meinen neuen Mod vorstellen. Der da ist es. Und die vertragen sich mit den Turbosauriern. Ich habe ein Herrerasaurus ein Rückensegel gegeben. Sieht zwar nicht so ganz aus wie das Vorbild, was ich dafür genommen habe. Es handelt sich aber hierbei um einen sogenannten Arizona-Saurus. Jedenfalls soll es das darstellen. Habt das wirklich versucht, so wie es geht? Und ich denke doch schon, dass es mir irgendwie gelungen ist. Immerhin kann er sein Rückensegel bewegen, als wäre ein Spinosaurus. Und wer sich fragt, was überhaupt ein Arizonasaurus war, schaut euch mal um. Das ist auch so ein kleineres Tier, etwa von der Größe eines Hereras. Aber sieht auch ein bisschen mehr aus wie so ein Postosaurus. Aber genau deswegen habe ich den auch so gemacht. Ich weiß nur noch nicht, ob ich den bei Nexus reinstelle. Aber eigentlich gefällt er mir schon ziemlich gut, muss ich mal sagen. Das mit den Augen kann ich sowieso nicht dafür. Das ist manchmal so ein kleines Problemchen. Aber der Herrerasaurus allgemein ist sowieso verbuggt. Der kann nicht mal recht tot sein. Wie können die da hochlaufen? Noch einen Zaun hingebaut. Was auch immer. Jedenfalls, das ist meine neue Mod namens Herrerasaurus. Arizonasaurus, meinte ich. So. Ich glaube, ich mache noch eine Herde Diplodocus. Der Diplodocus.
Hier. So. Mache ich erstmal so viel hier hin. Na, alles okay. Hockst ja wieder hier in der Gegend rum, wenn du Hunger hast, du hast Gemüse. Du hast Gemüse. Da. Na, jedenfalls, mein Diplodokus. Ich bin mir bei den Skin, bei den Diplodokus selbst noch nicht sicher gewesen, ob ich den jetzt so reinstelle oder nicht. Ich glaube, da mache ich auch die Textur lieber nochmal. Aber ich hatte eigentlich schon ein ziemlich cooles Modell gemacht, finde ich. Ein kleines bisschen dünnere Beine, viel akkuratere Zehen und alles drum und dran. So, während jetzt hier die weiteren Tiere gebrütet werden, kann ich auch ein bisschen auf dem Modifikator rumspielen. Und kann denen alles geben, was sie brauchen. So, da kann ich ja wirklich noch eine kleine Herde zusammentrommeln. Sag, dass du frei bist. Das war definitiv der Ruf, er ist frei. So. Ich würde sagen, dann lassen wir die auch mal frei. Das sind jetzt erstmal 4 Exemplare und da kommen jetzt nochmal, glaube ich, so 3 bis 5 dazu. Dann dürfte die Diplodocus-Herde erstmal completed sein. Kann ich hier auch noch was machen? Steppe zum Beispiel. Wüste. Die haben so einen schönen Ruf. Was war das denn? Manchmal machen die schon ulkige Verhaltensweisen.